was ist eigentlich Europa? Wenn euch diese Frage zu schwer ist, dann könnt ihr euch Logo auf dem Kinderkanal angucken. Aber für mich, als der Prinz George der europäischen intellektuellen Kaste, für mich muss Europa vor allem völlig unverständlich und abgehoben sein, damit ich in stillen Stunden in meinem Kabuff meine Stirn daran zerstoße, wie ein Hammer auf einem Amboss. Ja, dass ich mich da richtig daran abarbeite, dass ich die Perlen auf meiner Stirn zusammenreihen, wie eine Perlenkette, die ich dann später, wenn es schon dunkel draußen ist, unter der Dusche durch mich durchziehe. Mit ganz viel Seife von Alverde. Ja, ohne synthetische Duftstoffe, weil ich mein's ehrlich. Wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, dann sind die Perlen weg, aber die Kette ist noch da, verstehst du? Ja? Die Perlen sind weg, aber die Kette ist noch da. Ich flieg doch nicht als Prinz George nach Australien, damit die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Ja? Ich will doch nicht die Monarchie abschaffen oder die Aristokratie oder die europäische intellektuellen Kaste. Wenn wir im Mai wählen gehen zur Europawahl, dann sollen die Dinge bitte so bleiben, wie sie sind.